Läufst du? Cool! Auf geht's zur Wiesn! Oh, Zapfdüs! Herzlich willkommen bei Wiesn-Gaudi TV. Sitzt alles? Habt ihr euch ein bisschen dunkel? Ich hoffe, ja. Wie lange habt ihr heute Morgen vorher Outfit gebraucht? Eine halbe Stunde. Anderthalb Stunden. Eine halbe. Ich hab's mir von ihr machen lassen. Ich mache auch meine Hüte selber, also. Kann ich gleich Werbung machen. Zuckerschnecke steht drauf. Genau, bist du eine Zuckerschnecke? Ich glaube schon, ja. Und wie steht's mit dem Bier? Hast du schon ein Fälchen getrunken? Eine Masse habe ich bis jetzt. Und du? Genauso. Okay, ich habe eine Frage. Und zwar müsste ich von euch wissen, ich bin jetzt sekulté-technisch nicht so mega Bombe ausgestattet. Bei euch sieht das ein bisschen besser aus. Wie sehr schummelt ihr denn? Überhaupt nicht. Ist das alles echt? Ja. Und bei dir? Ich habe schon ein bisschen nachgeholfen, ja. Jetzt kommt's raus. Und was hast du gemacht? Wir haben Push-Up angezogen, gell? Wie es halt jeder macht. Ja, sonst sitzt das Sandal nicht optimal. Ja, das stimmt. Also was ist das denn für ein Push-Up? Ist das mit so richtig Gel oder ist das einfach nur so ein normaler? Nee, ist ein normaler Push-Up. Ja, aber oh, guck mal. Ciao. Und bei dir ist es aber einfach nur so? Ja, ist es nicht, ja. Da könnte man ja von Neid ablassen. Guck mal ja auch alle. Na toll, also was würdest du mir für einen Tipp geben? Ja, ein Push-Up. Okay, ich werde das nächste Mal beherzigen. Ja, wäre nicht schlecht. Also ich finde, so ein Dirndl, wenn man jetzt wirklich nicht so ausgerüstet ist wie die Cindy, dann ist ein Push-Up echt vonnöten. Also da stehe ich auch dazu, das macht gar nichts, ist erlaubt während der Wiesnzeit. Aber hat sich da nicht schon mal irgendein Typ beschwert, dass er vielleicht so, naja, das sieht dann so nach viel aus und dann sieht das aus und dann ist das vielleicht gar nicht mehr, also... Doch, ich habe meinen Freund auch auf dem Volksfest kennengelernt und der hat auch gemeint, ja, ganz, ganz schmal gebaut, aber riesen Hupen, aber war dann wohl nicht so. Sehr schöne Geschichte. Gibt es da bei dir sowas Ähnliches? Nee, obwohl, Quatsch. Also ist ja, das ist ja alles nee. Dazu. Nichts zu erzählen. Nee, nicht viel. Absolut. Wie viel Mass habt ihr vor, heute noch zu konsumieren? Ich würde sagen, noch zwei Massen und dann. Den Rest lassen wir uns ausgeben. Bei mir nicht. Ich vertrage nicht zu viel. Ja, ich würde auch sagen, wir trinken jetzt vielleicht ein, zwei Malzkarussell als Stimmung und dann. Das reicht uns wirklich. Wir brauchen auch nicht so viel. Den Rest lassen wir uns ausgeben. Also selber Geld bezahlen, ist auf der Wiesn nicht so angesagt. Das, also ich meine, das sagt auch die Frau mit dem besten Dekolleté hier, ja? ganz hervorragend, dass sie alles schön ausgeben. Mädels, dann wollen wir euch gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch einen ganz herrlichen Nachmittag. Viel Spaß. Danke. Tschüss.